Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eden Star. Jo, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los. Nicht lang fackeln. Was brauchen wir denn? Auf jeden Fall nicht diese blöden Vögel. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall mehr Abwehrtürme. Und Fiber brauchte ich, ne? Für den Handschuh, glaube ich. Für den Regeneration-Handschuh. Ich sehe nichts. Alles voll Staub. So, 100 Protonite. Ich glaube, das reicht auch schon. Und dann wollte ich meine Defenses bauen aus Eisen, finde ich immer noch irgendwie ganz gut. 200, das reicht auch für 6 Stück, steht dort. Und dann baue ich den mal hier nach außen. Kann ich den auch da unten hinbauen? Ja, kann ich. Aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Hier oben hätte ich gern auch noch einen. Und hier vorne. Und dann bräuchte ich einen neuen Generator. Wie war das jetzt mit dem Generator? Achso, Utilities. Zu weit. Da ist er. 4 Stück. Okay, gut. Dann brauche ich hier erstmal eine Foundation. Nicht aus Tenal. Sondern ich bleibe erstmal bei Fiber. Und dann kommt da noch ein Generator rauf. Und dann baue ich noch mehr Auto-Turrets. Hier vorne passt noch einer hin. Und dann habe ich nicht mehr genug Material. Tenal brauche ich dafür. Okay. Da hatten wir doch gleich 2 Vorkommen hier in der Nähe. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, in welchem Rhythmus die respawnen. Ach, was für eine aufregende Nacht. Muss ich mich erstmal immer noch von wiederholen. Wiederholen ergibt irgendwie keinen Sinn, ne? Regenerieren. Erholen wollte ich eigentlich sagen. Wie komme ich auf Wiederholen? Ja. Manchmal ist es strange. Die doofen Eier. Sind die Eier die Orte, wo sie neue... Angst. Wo sie neue Nester erschaffen können? Ich weiß es gar nicht. Ah, oh, also ein Baum. Achso, ich wollte mir eigentlich auch so einen Handschuh machen, ne? Ich glaube, hier geht das gar nicht, oder? Mit Tab. MD-Module. Regeneration Handschuh. Protonite. Fiber brauchen wir dafür noch ein bisschen. Und dann können wir uns aus Ironite einen Handschuh bauen. So, und zwar MD-Module, Regeneration, Ironite, Create. Ethan soll next in Ethan-Kit. Achso, okay, gut. Dann kann ich das erst craften, wenn ich wieder zu Hause bin. Macht ja auch Sinn. Denn dort kann ich diesen Handschuh dann noch einsetzen.
hier draußen macht das ja nicht viel Sinn. So. 2% Tinal ist natürlich auch witzig. Das nehmen wir alles mit. Und das auch noch. Oh weh, ich bin mal gespannt, wie uns die nächste Nacht bekommt. Ich hab ein bisschen Angst. Also ich finde echt, für die erste Nacht war da echt schon eine Menge los. So, Bäume brauche ich eigentlich hier nicht so viel mitnehmen, weil die haben wir bei uns auch direkt. Die können wir zur Not auch direkt bei uns farmen. Deswegen sollte ich vielleicht lieber andere Sachen mitnehmen, sprach sie und farmte weiter Bäume. Da drüben ist unser Eden-Kit. Ja, okay, da sehe ich schon Gegner. Ich glaube, hier sollte ich nicht weitergehen. Der Ort kommt mir aber bekannt vor. Ich frage mich, ob ich hier hochkomme. Sieht so ein bisschen wie ein Weg aus. Nein, nicht schräg. Und das sieht aus wie ein Eisenvorkommen. Aber wie soll ich denn da rankommen? Und hier sind überall diese blöden Vögel, die einem den Loot klauen. Gehen wir mal hier hoch und hier hoch. Oder auch nicht. Hallo? Mit Anlauf. Ja, sehr schön. So. Hier geht nichts. Nur noch weiter nach oben. Oder hier. Oh, da hinten haben wir einen blauen Stein. Komme ich da ran? Nein. Also diese Wallruns, ne? Die funktionieren ja eigentlich immer nur... Ah! Sie funktionieren auch so. Okay, sehr cool. Man kann sie tatsächlich zu seinem Gunsten einsetzen. Ohne aufs Maul zu fliegen. Oder es war Zufall gerade. Das kann natürlich auch sehr gut sein. So. Haben wir ein bisschen Cerulium gefunden. Jetzt muss ich nur wieder rüberkommen. Ja, oh, ist sehr cool. Sehr, sehr cool. So, hier haben wir wieder Eisen. Nehmen wir natürlich mit. Eisen, Eisen, Eisen. Warum kann man das eigentlich nicht als Waffe einsetzen? Ich meine, wenn du so einem Alien so ein Stück Eisen gegen den Kopf wirfst, ist das bestimmt auch nicht erfreut, oder? Da ist direkt eine Base, da will ich nicht hin. Was ist eigentlich dieser Punkt da unten? Ist das noch ein Eden-Kit? Es ist noch ein Eden-Kit. Hihihihihi. Okay, da ist direkt eine Base von den Aliens. Aber das ist noch ein Eden-Kit. Komm, das kriege ich doch im Vorbeirennen. Schnapp ich das doch einfach so mit auf, oder? Weitere kostenlose Materialien. Das ist eine super Sache. Okay, die Steine wollen nicht mit. Hier kann ich noch was mitnehmen. Dann könnten wir uns ja eigentlich auch noch zur Not ein zweites bauen. An einen besseren Ort. So, haben wir das auch. Hier oben haben wir noch so ein Eisenteil. Lololo.
Also ich hatte mir eigentlich überlegt, immer Folgen zu machen. Also eine Folge, immer einen Tag und eine Nacht. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Folgen täglich bringe, dann ist mir das fast zu lang oder fast zu viel. Ich bin ja noch ein arbeitender Mensch nebenbei. Also nein, eigentlich ist das hier nebenbei. Und die Arbeit hat Vorrang. Von daher muss ich das immer alles so ein bisschen. Inventory full. Was? Wie kann das denn sein? Na gut, dann bleibt uns wohl erstmal nicht die Wahl. Ja gut, wir haben das ganze Ding dabei vom Eden-Kit. Dann müssen wir wohl zurück. Aber hier wäre auf jeden Fall die Wüste, wo man überlegen könnte, ein zweites Eden-Kit aufzustellen, weil wir hier das ganze Eisen direkt in der Nähe haben. Wie man hier sieht, da und da. Und da und da. Das sah ja witzig aus gerade. Hat deine Luft gestrampelt. Und hier ist alles voll mit Eisen. WTF. Und da hinten sehe ich schon die Illuminatenbäume. Ich glaube, ich möchte hier eine Base bauen. A good place for a base. I'm all about the base. Aber der Stein hier ist ein bisschen störend, weil wenn der immer wieder respawnt und hier fliegen die Steine in der Luft. Wenn der immer wieder respawnt hier, dann ist das natürlich eher ungeil, um das mal so direkt zu sagen. Aber so im Großen und Ganzen ist der Platz gar nicht mal schlecht. Komm, ich mach das einfach. Was habe ich zu verlieren? Wenn es hart auf hart kommt, verliere ich halt eine Base. Aber dann ist das halt so. So. Obwohl hier oben ist wahrscheinlich auch nicht so geil eigentlich, ne? Ich glaube, es wäre schlauer, die unten zu bauen. Denn die Viecher können ja fliegen. Also wäre es eigentlich geiler, eine relativ gerade Fläche zu haben, wo man komplett außenrum die Dinger bauen kann halt, ne? Die Turrets. Da ist noch eine Base, eine Alien Base. Hier habe ich wieder einen Abgrund. Ach nee, ist gar nicht so abgrundig. Zumindest kein, ich flieg runter und das war's, Abgrund. Guck mal, hier ist doch ein guter Platz, oder? Nur, dass es hier so hoch geht, ist doof. Vielleicht hier so ein Stück weiter vorne? Probieren wir das mal. Hier so. Insufficient Materials. Warum? Was fehlt denn? Craftable Units 0. 25 Tin. Ach, 75 Tinal. Ich habe 8 im. Oh. Ich habe 8 im Inventar. Heißt, ich müsste mir vorher sowieso noch ein bisschen Tinal besorgen. So, wo ist jetzt meine andere Base? Oh, ah, da, okay. Oh Gott, ich dachte, sie wird mir nicht mehr angezeigt. Das wäre nicht so witzig. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück. Möglichst mit einem großen Bogen um die Base darum. Nicht, dass da wieder welche angeflattert kommen. Ah, da sieht man schon unser Licht in der Ferne. Ja, voll die gute Idee. Möglichst weit um die Base. La la la. Was da unten? Einfach nur Blumen. Okay. Hier hört man wieder den Wind pfeifen. So. Ah, hier ist das Tunnel-Vorkommen. Nein, wir haben ja nichts. Wir haben ja unser Inventar und so.
Okay, weißt du was? Wir schmeißen jetzt mal irgendwas ins Eden-Kit. Achso, wir können mal kurz unseren Regeneration-Handschuh basteln. Create. Regeneration added to Eden-Kit, Storage Inventory. Access via the Upgrade-Menü while standing near any Eden-Kit. Okay, ja, geil. So, dann können wir mal eben. Finde ich das jetzt? Ja, hier gut. Dann kann ich das mal eben mitnehmen. Hallo? Darf ich bitte? Manchmal ist es seltsam, ne? Jetzt wollen die Steine irgendwie nicht hier. Na gut. Hier ums Eck war doch irgendwo noch so ein grüner Stein. War das nicht hier unten? Wenn der da jetzt respawned ist, dann müsste der doch hier auch wieder da sein. Da ist er! Versteckt sich hinterm Baum. So, sehr nice. Das können wir auch einfach dann in unserem Eden-Kit-Dingens lagern. Das halte ich für sinnvoll. Gerade das Tenal. Tenal? Wo ist denn jetzt schon wieder? Ah, da. So, kommt es jetzt mit hier? Ach, Inventory full. So, und jetzt würde ich gerne uns ausrüsten. Aber ich glaube, es ist automatisch ausgerüstet. Pistol nicht, sondern Modul. Regeneration, genau. Und dann konnte man das mit E. 18 Fiber. Dann kann ich das einfach schnell mal alles regenerieren hier. Nothing to heal. Zack, zack, zack. So, dann ist das geheilt. Dann heile ich mal unser Eden-Kit. So, dann habe ich erstmal für die nächste Nacht alles wieder geheilt. Und dann würde ich nämlich sehr, sehr gerne. Wir haben hier 300 Brigmanite. Die Brigitte haben wir hier 300 Mal. Und da würde ich sehr gerne Activate Eden Kit Menü. Brigmanite. Wo war denn das nochmal? Eden Kit. Ah, okay. So, Brigmanite. Ah, ich würde es gern gedrückt halten. Geht aber irgendwie nicht. Da muss ich das. Kann man das mit Plus oder so? Nö, geht auch nicht. Na gut, dann muss ich das einmal kurz per Hand machen. Unser Schild erweitern. Und zwar auf Sheet Level 2. So, Convert. Convert is irreversible. Do you want to continue? Jawohl, I continue. Shield Level 2. Gut. Und dann würde ich gerne unser Tenal. Was ist da los? Einlagern. Geht da schon wieder los hier? Oh ja, wir haben schon wieder Nacht. Ah, es sieht auch sehr, sehr schön aus. Wenn die blöden Viecher nicht wären. Also, ich muss auf jeden Fall darüber mal das Ding zerstören. Muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Ansonsten brauche ich auf dieser Seite auch wieder Defenses. Alter, Leute. Warte, warte, warte. Aua! Warum macht er das? Nein! Ach, diese blöden Viecher, ne? Ich war noch nicht fertig, Leute. Jetzt nehmt doch mal Rücksicht. So, Defenses. Algonite. Alter, die gehen ja ab, ne? Hier hätte ich noch gern einen. Und dann bräuchte ich als nächstes einen neuen Generator.
schon wieder einen neuen Generator. Alter Falter, die gehen ja aber auch ran, ey. Ich meine, einen netten Eindruck machen die Viecher jetzt nicht gerade, ne? Uhohohoho. Nothing to heal. Boom. Also ganz normal sind die nicht, muss ich mal schon sagen. So, ich versuch's mal noch mal mit einem Generator. Alter, was geht hier? Kann man doch nicht mal in Ruhe sich kurz muten? Baue hier mal nochmal einen Generator hin und dann brauche ich nochmal die Fences. Ist doch echt nicht normal, was die hier veranstalten, oder? Hier kann ich keinen bauen. Warum nicht? Aus welcher? Doch, Eisen. Müsste eigentlich gehen. Ja, ist ja gut. So, da nur einer hin und hier hinten vielleicht noch. Hier so ein bisschen erhöht. Das geht leider nicht. Warum nicht? Hier hinten vielleicht? Alter! Er ist doch unnormal, oder? Wie weit die einen dann immer schleudern? Ja, 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 wir wissen's. So, hier kann ich nirgendwo bauen. Da muss ich das wohl doch mit Plattform bauen. Das ist ja doof. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut, die jetzt einfach so normal zu bauen. Auf dem Boden halt. Da oben drauf wäre eigentlich auch geil, ne? So ein bisschen erhöht ist immer ganz gut. Hier so? Aber das geht irgendwie nicht, aus welchem Grund auch immer. Das erschließt sich mir gerade nicht. Ja, ja, ist ja gut. Oder hier so. Hier wäre auch gut. Hm, geht nicht. Ach so, ich habe nicht mehr genug Material, oder? Protonite brauche ich. Oh nein. Autsch. Ich habe kein Protonite mehr, deswegen geht's nicht. Ich dachte, ich kann ihn irgendwo bauen da. Action! 10 Sekunden noch. Dann haben wir auch diese Nacht überstanden. Sache nochmal angebufft hier, ey. Ich, nein, 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 da ist wieder so ein Sauger gewesen. Insufficient Materials. Ja, ich habe kein Protonite mehr, deswegen sammle ich mal kurz welches. 31% Protonite. Achso, wir haben übrigens den nächsten Tag. Ich denke mal, dass ab jetzt die Folgen etwas kürzer werden. Ah, ist jetzt gut hier. Jetzt etwas kürzer werden. Also irgendwie, ja, so klassische Viertelstunden oder so werde ich versuchen zu machen. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge. Tschüss.